Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge der DroneTech Academy. Heute zum Thema Kalman-Filter am Beispiel Lagebestimmung. Jetzt ein kurzer Überblick zum Thema heute. Ich fange an mit der Motivation, wo ich auf die Definition, Eigenschaften und die Anwendung des Kalman-Filters eingehe. Danach kommt das Thema Zustandsraumdarstellung mit den Filtergleichungen und es folgt eine anschauliche Erklärung. In der kommenden Folge dann, also in der 7. Folge, gucken wir uns dann die Anwendung QCS an mit der EMQ-Library und auch der Software. Also nun gucken wir uns erstmal die Definition des Kalman-Filters an. Allgemein kann man sagen, der Kalman-Filter ist ein Zustandsschätzer, heißt zwar Filter, aber ist nicht so klassisch als Filter zu verstehen wie ein Frequenzfilter, zum Beispiel ein Bandpassfilter oder ein Tiefpassfilter. Das Problem ist sehr ähnlich wie bei anderen Filtern. Man hat Messungen, die sind fehlerbehaftet, verrauscht und man möchte dann natürlich das beste Messergebnis, am besten den wahren Wert schätzen oder bestimmen. Ansatz hierbei ist also, man hat Fehler und man verwendet ein intelligentes Verfahren mit überbestimmten Informationen. Also das Kalman-Filter beruht in der Regel darauf, dass man mehrere Messwerte desselben Zustandes oder mehrere Informationen miteinander fusioniert, auch Datenfusion klassisch genannt, um dann das Beste zu erreichen. Also mit Hilfe des Wissens über den aktuellen Zustand und dem Verhalten des Systems lässt sich der kommende Zustand dann schätzen oder bestimmen und wird dann zusammen mit der aktuellen Messung verheiratet. Und wie das Ganze abzulaufen hat, das sagen dann die Kalman-Filtergleichungen. Welche Eigenschaften hat das Kalman-Filter? Es ist ein rekursiver Algorithmus, also echtzeitfähig oder real-time geeignet. Das bedeutet, das Kalman-Filter ist optimal gerade für flugrobotische Systeme, zum Beispiel für Drohnen oder auch andere robotische Systeme, wo in Echtzeit etwas passieren muss, also schnell und kein Post-Processing möglich ist. Basiert auf dem Zustandsraummodell, das gucken wir uns später nochmal kurz an. Und es ist auch, wie schon gesagt, kein klassischer Frequenzfilter, sondern ein Schätzer. Das heißt, man schätzt den Zustand, statt dass man mit irgendwelchen Filtergleichungen eine Frequenz herausfiltert. Und das Kalman-Filter ist im Allgemeinen ein optimales Filter. Das leitet sich aus der Theorie her, aus den Filtergleichungen. Und optimal in Hinsicht auf Mittelwert und Varianz. Natürlich, wenn man falsche Messwerte hat oder man ein falsches System hat oder das System nicht genau genug ist, dann ist natürlich auch das Ergebnis falsch. Aber wenn man davon ausgeht, dass das bestmögliche Wissen, was man hat, einsetzt, dann kriegt man auch das bestmögliche raus, wenn man das Kalman-Filter richtig einsetzt. Und das werden wir uns jetzt gleich hier genauer angucken. So, nun gucken wir uns ein bisschen nochmal die Anwendung oder die Verwendung des Kalman-Filters an. Das Kalman-Filter macht eine Datenfusion, wie schon gesagt. Das heißt, es fusioniert Messdaten und Systemdaten. Also Systemdaten sind Informationen, wie verhält sich das System, was kann ich erwarten. Messdaten sind Daten, die ich von den Sensoren bekomme. Wir haben eine Zustandsbestimmung. Klassischerweise sind Zustände zum Beispiel Position, Geschwindigkeit, Orientierung, zum Beispiel von der Drohne, aber auch Ladezustand von Akkus. Und ohne das Systemmodell, also ohne Informationen, wie sich das System verhält, ist das Kalman-Filter nichts weiter wie ein gleitender, gewichteter Mittelwertfilter. Da kann man es auch, ich sage es mal, missbrauchen für. Das funktioniert auch, ist aber natürlich nicht unbedingt sinnvoll. Viel sinnvoller ist es natürlich mit Hilfe des Systemverhaltens, da mehr herauszuholen. Schwierigkeit bei dem Kalman-Filter und bei der Implementierung ist die Bestimmung der Filter- und Systemparameter. Ja, das ist auch etwas, was wir nachher bei der Programmierung uns dann auch mal genauer angucken werden. Gut, also hier auf der Folie sieht man jetzt die Zustandsraumdarstellung. Das ist wichtiges Hintergrundwissen, was wir für das Kalman-Filter brauchen. Kommt aus der Regelungstechnik. Wir werden uns das jetzt hier nicht ganz im Detail herleiten. Ich führe das nur kurz ein, weil es hilft, um das weitere Verhalten und was noch kommt zu verstehen. Wir fangen einmal an mit x. X ist der Zustandsvektor, also zum Beispiel die Positionen, die ich messen will oder bestimmen will oder schätzen will. Und x und diese Systemgleichung gibt an, wie der bisherige Systemzustand den zukünftigen Systemzustand beeinflusst. Das heißt, die Übergangsmatrix A mal den bisherigen Zustand geht in das x ein. In das zukünftige x. Dann gibt es noch den Eingangsvektor U, das heißt Größen von außen kommen, die dann den Systemzustand beeinflussen mit der Eingangsmatrix B, sowie am Ende der Vektor W, das ist im Grunde das Prozessrauschen. Das Prozessrauschen gibt auch so ein bisschen an, wie genau man den Prozess kennt und wie viele Fehler da drin stecken. Dann gibt es noch die Messgleichung, das ist die Gleichung da unten, die bestimmt den Messvektor Y. Das heißt, wie komme ich zu meinen Messungen? Man kann ja unter Umständen die Zustände nicht direkt messen, sondern vielleicht auch nur über irgendwelche andere Verfahren. Und wir haben einmal den Zustandsvektor x, der dann über die Ausgangsmatrix c in den Messvektor eingeht. Und wir haben den Eingang wieder, der über die Durchgangsmatrix d eingeht. Und schließlich haben wir auch wieder ein Messrauschen, das im Grunde angibt, wie gut unsere Messungen sind.
Das war jetzt erstmal die Theorie zum Zustandsraumdarstellung. Nun gucken wir uns die Filtergleichungen an. Im Grunde die Filtergleichungen kommen analog aus den Systemgleichungen. Das heißt, wir haben einmal die Prädiktion, die den nächsten Zustand berechnet aus dem Systemverhalten, wo wir die Systemgleichung als Grundlage haben, und wir haben einmal die Korrektur, die den Zustand vergleicht mit der Messung, und die kommt im Grunde aus der Messgleichung. Das gucken wir uns jetzt ein bisschen mehr im Detail an. Also die Prädiktion oder das Time Update besteht aus zwei Formeln. Das ist einmal, sieht man ja hier in der Formel wieder, die Systemgleichung, wie der nächste Zustand zu berechnen ist aus dem letzten. Und außerdem, was auch noch wichtig ist für das Kármán-Filter, ist die Fehlerkovarianz P, die man jetzt berechnet, mit der man dann im Grunde sagt, wie gut ist der eigene Zustand und wie gehen die weiteren Informationen dann ein. Im zweiten Schritt hat man dann das Measurement Update, also die Korrektur, korrekt in Englisch, wo man das Kármán Gain berechnet. Das Gain ist im Grunde ein Gewichtungsfaktor, wie stark dann nachher im weiteren Fall dann Formel 1 eingeht. Also das wiederholt sich hier wieder, das KK. Und das Gain ist im Grunde eine Gewichtung aus der Information, wie gut ist die Messung und wie gut ist das System. Und dementsprechend geht dann halt, also eine gute Messung geht natürlich stärker ein als ein schlechtes System im Sinne von, also eine schlechte Information über das Systemverhalten. Mit dem Gain wird dann im Grunde das hier ist auch die Innovation, die Abweichung zwischen der Messung und der Systemschätzung skaliert und geht dann in den neuen Zustand ein. Also das ist quasi das Update des Zustandes mit Hilfe der Messung. Und am Ende ist dann auch die Kovarianz-Matrix P zu aktualisieren. Das werden wir uns jetzt gleich nochmal ein bisschen mehr im Detail angucken, aber das sind so die Grundlagen. Also hier sind nochmal die Filtergleichungen ein bisschen weiter aufgebröselt. Wir gehen jetzt mal ein bisschen mehr ins Detail. Oben die Prädiktion und die Korrektur. Wir fangen an mit der Prädiktion. Also die erste Gleichung sagt uns, wie der neue Zustand zu berechnen ist in Abhängigkeit vom alten, und mit dem B und dem U kriegen wir noch den Eingang. Meistens setzen wir das B auf 0, das heißt, wir gucken uns dann nur den linken Teil der Formel an. Das macht das Ganze einfacher. Darunter sehen wir die Kovarianzmatrix des Fehlers, das ist die Zuverlässigkeit des Zustandes P, und da geht vor allem die Kovarianzmatrix des Systemrauschens ein, das Q. Das gibt uns an, wie gut ist das System, wenn ich das System nicht sehr genau kenne oder einzelne Zustände des Systems nicht sehr genau schätzen kann, dann ist da natürlich die Kovarianz höher, als wenn ich es sehr genau weiß. Darunter ist dann die Korrektur, die zweite Phase des Kármán-Filters mit dem K, dem Kármán-Gain. Das Kármán-Gain errechnet sich aus einer Relation aus dem P, das heißt dem bisherigen Kovarianz des Fehlers, und dem R plus P, quasi den Fehler plus dem Messrauschen. Das gibt quasi an, wie gut ist die Messung im Verhältnis zum bisherigen Systemzustand. Und was hier bei dem Ganzen auch wichtig ist zu verstehen, das kann man sich auch als Skalare vorstellen, das sind aber alles Matrizen, also die fettgedruckten Buchstaben sind alles Matrizen, und die mit den Pfeilen drüber, das sind Vektoren. Man erhält dann mit Hilfe der Innovation, der Abweichung des Fehlers, der Messung vom Systemzustand, kriegt man dann die Innovation, das ist im Grunde auch der Fehler, oder der Fehler, der im Zustand ist, mit dem kann man dann den aktuellen Zustand korrigieren, und das skaliert über das Kármán-Gain. Das sagt so viel aus, wie wenn das Kármán-Gain natürlich hoch ist, vertraue ich hauptsächlich der Messung, wenn das Kármán-Gain niedrig ist, vertraue ich hauptsächlich dem System, und dazwischen skaliert es quasi. Auf der anderen Seite haben wir dann wieder die Vorhersage, und das Ganze muss man dann addieren. Wir werden das gleich noch genauer im Detail angucken. Ich denke, dann wird es verständlicher. Aber am Ende muss man dann noch das P korrigieren mit Hilfe des Gains. Das war jetzt sehr megamäßig trocken. Jetzt gehen wir so ein bisschen an den Beispielen. Ich glaube, dann wird es auch verständlicher. Also wir haben jetzt hier ein ganz einfaches Beispiel der 1D-Entfernungmessung. Wir haben hier einen Abstandssensor, einen Infrarotsensor, der misst Entfernungen 1D, also einen Abstand zu einem Objekt. Wir haben einfach nur eine Abstandsmessung. Das ist jetzt nicht unbedingt ein besonders sinnvolles Beispiel für einen Kármán-Filter. Es geht jetzt eher darum, das erstmal zu erklären, wie es funktioniert. Also, wir haben eine Entfernungsmessung eines Objekts mit einer Kamera oder diesen 1D-Abstandssensor. Das ist ein eindimensionaler Fall, das heißt, alle Vektoren und Matrizen vereinfachen sich jetzt zu Skalaren, das macht das Ganze schon einfach. Die Entfernungsmessungen sind verrauscht mit der Varianz R, die sei konstant, und das Prozessrauschen sei auch konstant mit Q. Das Kármán-Filter soll jetzt den Zustand des Filters, die Entfernung, messen. Das heißt, in unserem Fall, wir haben ein eindimensionales System, das heißt, A ist gleich 1, alte Entfernung ist gleich neue Entfernung, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir auch keine Informationen über das System haben, das heißt, wir bewegen es nicht, können da nicht irgendwas sagen, und wir sagen auch C ist gleich 1, Entfernung bzw. Zustand wird direkt gemessen. Also ein unglaublich einfaches Beispiel. Das geht jetzt darum, so ein bisschen mal in das Kármán-Filter einzublicken. Wir stellen jetzt mit diesen Informationen mal die Filtergleichungen aus, das heißt, das P ist gleich P plus Q,
Ne, das ist schön einfach, k ist gleich p mal p plus r und x ist gleich x mal k y minus x und p ist gleich i minus k mal p. Also das ist jetzt schon eine deutliche Vereinfachung. Da sehen wir auch schon ein bisschen was und ich denke, man kann so ein bisschen schon mal reinschnuppern, wie das K-Mal-Feld jetzt funktioniert. Jetzt diskutieren wir das Ganze mal ein bisschen. Also Q gibt an, wie gut unser System die Realität modelliert. Das heißt, wenn wir sagen, Q ist gleich 0, heißt das, das Modell ist perfekt. Also es gibt keine Fehler im Prozessrauschen. Also jetzt gucken wir uns das P an. P gibt die Zuverlässigkeit des Systemzustandes selber an. Also wie gut haben wir aktuell unser Wissen über das X? Und ist der Startzustand P bekannt, so wäre P gleich 0. Also, diskutieren wir jetzt mal, wenn P und Q gleich 0 sind, dann ist natürlich auch K gleich 0. Woran sieht man das? Obere Filtergleichung ist ja alles gleich 0. Ist das gleich 0? Da ist auch alles gleich 0. Das R ist jetzt mal nicht gleich 0, sonst teilen wir ja durch 0. Das gäbe auch nichts Gutes. Wäre das K gleich 0. Also, wenn wir K gleich 0 setzen, setzen wir hier ein, dann ist der neue Zustand gleich der alte. Das heißt, wir wissen immer, wir brauchen die Messung gar nicht. Der neue ist gleich der alte. Was haben wir jetzt gelernt? Wir haben gelernt, dass wenn wir wissen, dass das System keine Fehler hat und dass der Zustand perfekt geschätzt ist, dass der K-Mal-Filter uns immer wieder den letzten Zustand gibt. Das ist das eine Extrem der ganzen Überlegung. Jetzt gucken wir uns den zweiten Teil der Filtergleichung des K-Mal-Filters an. Hier diskutieren wir mal P gleich 0, aber Q ungleich 0. Und in dem Fall ist das K eine Gewichtung aus Q und Q plus R. Das heißt Q durch Q plus R, hier jetzt in der Formel hoch minus 1 geschrieben. Das heißt, K ist ein Gewichtungsfaktor, der sagt, wie stark geht die Messung ein. Und wenn wir jetzt mal diskutieren, sagen wir mal, R sei gleich 0. R gleich 0 heißt, die Messung ist perfekt. Das heißt, wir wissen, wenn wir einen Abstand messen, der stimmt, der Sensor hat keine Fehler. Dann ist K gleich Q durch Q, also 1. Und dann ist X gleich K. Das heißt, der neue Zustand ist dann immer die Messung. Das heißt, der neue Zustand ist dann immer die Entfernungsmessung, weil Zustand ist ja gleich Entfernung, jetzt bei diesem Abstandssensor. Das war vielleicht ein bisschen noch verwirrend. Wir werden in der nächsten Folge uns das noch ein bisschen genauer angucken. Wie implementiert man das? Wie kann man das umsetzen in der Software mit dem EMQ-Framework? Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Solltet ihr noch Fragen haben, gerne in die Kommentare schreiben. Hinterlasst uns ein Like, abonniert den Kanal. Würden wir uns natürlich tierisch freuen. Und viel Spaß und bis zum nächsten Mal. EMCopter. Drone Tech Experts.